die letzten anderthalb Tage waren ganz lebhaft, also lebhafter als im letzten Jahr. Und wir waren dann am Ende doch sehr viel zügiger mit der Nominierung fertig. War nicht, also war am Ende nicht mehr so kontrovers, weil das am Anfang diesmal sehr viel intensiver diskutiert wurde. Und das Schöne ist ja immer, diese Verschiedenartigkeit der Kommissionsmitglieder führt halt dazu, dass man auch über völlig anderen Punkten hängen bleibt. Also sei es mal die Usability oder redaktionelles Konzept und so. Das finde ich, tut dem Ganzen sehr gut, dass wir halt auch so viele Köpfe dann dabei sind. Es gab ein Angebot, bei dem ich geweint habe beim Sichten. Passiert, ist mir im Internet in dieser Form noch nicht passiert. Ich gucke bei Filmen oder sowas oder Büchern durchaus schon, weil die einfach auch normalerweise eine sehr viel längere Form haben. Aber das war jetzt auch in diesem Jahr auch verstärkt das Thema, dass Longformen aufgetaucht sind. Also im journalistischen Bereich werden Geschichten jetzt länger im Internet auch erzählt. Also gab ja auch lange dieses Paradigma oder dieses Dogma. Eine Seite scrollen ist schon zu viel für den User, aber mittlerweile hat man sich davon zum Glück verabschiedet, weil das wirklich das Ganze bereichert. Bestimmte Reportage oder so profitieren dann von längeren Formen. Es gab wieder schöne Sachen, Fundstücke, die so aus dem privaten Bereich kamen, also von Einzelpersonen, die wieder ganz tolle Sachen gemacht haben. Das ist immer inhaltlich überraschend. Dass es das gibt, ist überhaupt nicht überraschend, weil das ja eigentlich auch die Wiege des Internets ist. Das einzelne Wissen oder ihre Erfahrungen zur Verfügung stellen. Und in diesem Jahr war jetzt nichts dabei, was so ganz besonders innovativ war, aber das kann halt auch nicht mehr jeder Jahrgang leisten. Also dafür ist jetzt auch die Entwicklungskurve langsam so in einem flacheren Bereich, dass nicht jedes Jahr 3 bis 5 Innovationen dabei sind. Ich finde es aber auch okay.